Wir sind jetzt eigentlich in der finalen Phase. Die Anlage 3, das ist elektrisch und von der Montage her eigentlich alles so weit parat. Jetzt geht es um die Feinstellungen von der Anlage. Wir werden jetzt Bremsen einstellen, Sicherheitseinrichtungen, dass alles so funktioniert wie es soll, dass auch der Fahrkomfort gewährleistet ist. Freilang am Hochhybrid ist ein schönes Projekt zum Starten mit dem gesamten System Freilang. Ja. Leerseil- und Vollseilwinkel messen wir einerseits, dass wir die Berechnung verifizieren können, oder ob das mit der theoretischen Berechnung zusammenpasst. Andererseits, dass wir die Nachweise führen können, dass wir überall die Freigängigkeit der Fahrzeuge erfüllen. Jetzt geht es wirklich um die Feinstellung und Sicherheitstests, dass noch in gut zwei Wochen nach der BAV-Abnahme auch alles so wie funktionierend die Betriebsbewilligung erteilt werden kann. Besonderer Tag fürs Hochhybrid, für die Region. Eine neue Zubringeranlage. Das brauchst du nicht. Manchmal im Leben natürlich Stolz, Dankbarkeit, dass es schön rausgekommen ist, dass wir unseren Gästen hoffentlich viel Freude bereiten können. Die kommende Saison, die Vorfreude ist gross. Geschätzte Gäste, es ist ein Meilenstein heute. Speziell begrüßen möchte ich Wendy Holdener. Das ist die Tochter von der neuen 3 S-Bahn. Also meine erste Gondel einweihen, mit dem Hochhybrid auf das gelungene Projekt anzustoßen. Also bravo, das habt ihr gut gemacht.